Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen. Bosch, Bayer, BASF, Continental, Miele, die Deutsche Bank, SAP, ZF, Telekom, VW, Stihl oder die Firma Bicerba aus Balingen. Was haben all diese Unternehmen gemeinsam? Richtig, sie haben in den letzten Monaten massiv ihre Stellen abgebaut und teilweise ihre Produktion ins Ausland verlagert. Die wirtschaftliche Basis Deutschland bricht gerade weg und Ihnen fällt nichts Besseres ein, als die nächsten Milliarden auf dem Altar des Klimaschutzes zu verbrennen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die nächsten Reden ganz ruhig und sachlich anzugehen. Aber Sie machen es mir hier wirklich nicht einfach. Kohlenstoffabscheidung und Speicherung oder CCS, CCU und das Eckpunktepapier von Robert Habeck. Sie haben also erkannt, dass eine komplette CO2-Neutralität gerade bei energieintensiven Industrien nicht zu erreichen ist. Glückwunsch, das sagen wir schon lange. Es entsteht also zwangsläufig CO2, zum Beispiel bei der Herstellung von Zement oder bei der Verbrennung von Abfall. Bei der letzten Aussprache hier zu diesem Thema hat mein sehr geschätzter Kollege Dr. Uwe Hellstern spöttisch vorgeschlagen, doch das CO2 auf den Mond zu schießen und nebenbei die Kosten-Nutzen-Rechnung von CO2, also die Entsorgungslösung, aufgemacht. Aber da dachte sich unser Bundesvetternwirtschaftsminister Robert Habeck, wo ein Wille, dort ist auch ein Holzweg. Was ist also geplant? Sie wollen jetzt allen Ernstes Pipelines durch das ganze Land legen, um das CO2 unter der Nordsee zu verpressen? Halleluja! Was macht man in grünen Ministerien, wenn man ein Problem nicht lösen kann? Man vergräbt es einfach unter der Erde. Unter den Teppich kehren, heißt das so im Volksmund. Und ein paar Steuermilliarden vergräbt man dann auch noch gleich mit. Denn genau das ist es, ein weiteres Milliardengrab. Wir sind ja einiges an unterirdischer Politik gewohnt, meine Damen und Herren. Aber hier bemüht man sich nach Kräften, neue Rekorde aufzustellen. Nicht mal vor dem Meeresgrund machen sie halt. Wissen Sie, bei den Grünen ist Umweltschutz immer präsent, in den Sonntagsreden. Aber in der Realität werden dann Wälder für Windräder abgeholzt und der Meeresboden wird vergewaltigt für eine CO2-Deponie. Alle Ideen, Eckpunktepapiere, Gesetzesentwürfen etc., die aus dem Habeck-Ministerium kommen, haben zwei Dinge gemeinsam. Egal ob Heizung oder CO2. Erstens, sie sind grottenschlecht und zweitens kommen sie uns sehr, sehr teuer zu stehen. Wer um Himmels Willen soll das eigentlich alles bezahlen? Und wissen Sie noch was? Am 15. April 2023 hat sich genau diese Bundesregierung in einer freien Entscheidung dazu entschlossen, die letzten noch verbleibenden 3 Atomkraftwerke stillzulegen. Das war komplett CO2-neutrale Energie, die da ohne Not und ein gutes Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine einfach abgeschaltet wurde. Und jetzt erklären Sie uns, CO2 ist ein großes Problem, das wir für Abermilliarden ein Pipeline-Netz durchs ganze Land ziehen müssen, um das Zeug unter dem Boden der Nordsee zu verpressen. Geht's noch, meine Damen und Herren? Wie dreist muss man eigentlich sein? Wenn das CO2 wirklich so ein großes Problem wäre, dann hätten Sie die Kernkraftwerke aber niemals abschalten dürfen. Und wissen Sie, was noch merkwürdig ist? Meldungen aus Südafrika. Die haben dort übrigens gerade eines der größten Kohlekraftwerke der Welt gebaut. 4.764 Megawatt Leistung, Laufzeit die nächsten 50 Jahre. Und das, obwohl Südafrika von der EU Milliarden für eine Energiewende kassiert. Allein 1 Milliarde aus Deutschland, also das, was sie den Bauern abgeluchst haben. Klingt komisch, ist aber so. Aber es geht noch weiter. Am 11.11.2022 erschien im Handelsblatt ein Artikel mit der Überschrift EU fördert Südafrikas grüne Energiewende, aber kauft dort immer mehr Kohle ein. Grüne Vision trifft auf rußige Realität. Dort liest man dass dann von Fördermilliarden für Wind- und Solarparks. Gleichzeitig importiert man Rekordmengen an Kohle. Deutschland erhöht massiv seine Kohleimporte aus Südafrika, April 2022. Allein in diesem Zehnraum kam es zu einer Verzehnfachung
des Volumens zum Vergleich des Vorjahresmonats. In Südafrika selbst wird die ambivalente Politik der Europäer mit Verblüffung registriert. Während die Industriestaaten uns auffordern, unsere Kohlekraftwerke auslaufen zu lassen, fahren sie diese bei sich selbst gerade wieder hoch, kritisiert Südafrikas Umweltministerin. Zitat Ende. Das bedeutet, selbst wenn wir alles CO2 unter der Erde verbuddeln, bringt das dem Klima rein absolut gar nichts, solange andere Länder immer neue Kohlekraftwerke bauen. Merken Sie was? Glauben Sie denn, die Menschen wissen nicht, dass sie hier belogen werden? Hier wird über ein Verbot von Einfamilienhäusern nachgedacht. Aber bei jeder Fußball-WM oder bei den Olympischen Spielen zig Großbaustellen, die teilweise danach einfach leer stehen und verrotten. Herr Abgeordneter Steyer, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Dr. Schütte zu. Nein. Hier Kurzstreckenflüge verbieten wollen, der arbeitenden Bevölkerung ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie mal in ihren wohlverdienten und hart arbeitenden Urlaub fliegen wollen. Aber die Fußball-WM 2030 in 6 Ländern auf 3 verschiedenen Kontinenten auszutragen. Naja, klar, der kleine Mann soll bitte schön verzichten, aber die oberen 10.000, die lassen es mal wieder richtig krachen. Solange das so ist, kann der Klimawandel gar nicht so dramatisch sein. Und jetzt sollen wir also Milliarden für CO2-Pipelines und unterseeischen Speicherstätten aufbringen. Mit Sicherheit nicht. Nicht einen einzigen Cent für so einen Quatsch. Wie mein Kollege Dr. Uwe Hellstern beim letzten Mal schon ausgeführt hatte, reiten Sie hier ein totes Pferd. Aber anstatt umzusatteln und das Scheitern der Energiewende endlich einzugestehen, schieben Sie lieber die nächste Milliarde nach. Und ebenfalls hier, an dieser Stelle, hat Ministerin Walker in ihrer Rede am 24. Januar selbst davon gesprochen, dass die CO2-Abscheidung natürlich ein sehr teures und energieintensives Unterfangen ist. Hört, hört! Des Weiteren hat die Frau Ministerin eingeräumt, dass der Bau des für den Abtransport notwendigen Pipeline-Netzes derart teuer sein wird, dass die Länderhaushalte überfordert würden und dass dieses Netz nur für wenige Nutzer errichtet werden würden. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber anstatt die Dinge damit zu beerdigen, vergraben Sie lieber noch ein paar Steuermilliarden mehr. Und anstatt es als das zu benennen, was es tatsächlich ist, nämlich eine riesige Belastung für den Bürger und für den Wirtschaftsstandort Deutschland, erklären Sie es einfach als Investition für die Zukunft und versprechen neue Arbeitsplätze. Einfach ein paar blumige Formulierungen, ein paar nette Überschriften und ein paar extrem positive, aber maximal vage Versprechungen. Einlösbar irgendwann mal in der Zukunft. Und schwupps werden aus den enormen Risiken plötzlich gigantische Chancen für dieses Land. Das ist Greenwashing, die ganze Gerede vom Green Deal und Green Tech, nur heiße Luft. Wenn das alles so super ist, wo sind denn die vielen neuen Arbeitsplätze? Wo ist denn der grüne Wirtschaftsaufschwung? Wir sind das Schlusslicht in Europa. Die deutsche Wirtschaft kommt als einzige nicht raus aus der Rezession. Das ist nun mal die Wahrheit. Wissen Sie, an was mich das Ganze erinnert? An eine Ersatzwirtschaft. Staatlich gekaufte künstliche Nachfrage im Endstadium. Genau wie bei Corona. Es wird keine Wertschöpfung betrieben, es wird kein innovatives Produkt hergestellt, das sich auf tränenfreien Markt durchsetzen kann. Nein, es werden absolut gigantische Geldbeträge in die Hand genommen, wohlbemerkt Steuergeld, also Geld, das von Bürgern und Unternehmen kommt, die tatsächlich einen Mehrwert erarbeitet haben. Die finanzieren ihre Träumereien nämlich. Deren Gelder nehmen sie haufenweise, um gigantische Infrastruktur in die Landschaft zu legen. Nur damit auch die energieintensivsten Industrien den künstlich festgelegten Grenzwerten der EU entsprechen. Und natürlich, damit sie irgendwann irgendetwas am Ende ihrer Regierungszeit vorzuweisen haben. Damit sie sich von ihrer Blase, ihren Parteigremien feiern lassen können, um wiedergewählt zu werden. Um nichts anderes geht es. Vielen Dank. Applaus